Okidoki, willkommen zum zweiten Level von Extermination Day mittels Project Brutality. So. Okidoki. Wartet mal ganz kurz, ich setze mal ein bisschen, die Sonne kommt nämlich langsam raus. Die Gamma wird ein bisschen höher. Ja. Ihr werdet davon wahrscheinlich nichts merken, weil es Linux und so und ist schön, weil ihr könnt das Video so genießen, wie ihr braucht. Aber ich sehe es halt ein bisschen heller. Wenn ihr es ein bisschen heller braucht, könnt ihr es ja in eurem Abspielsoftware und bei YouTube bietet diese Funktion aber gar nicht, mit heller machen. Also Bullshit. Egal. Nein, nicht neu. Laden. Da. So. Ich mag dich nicht. Kannst du gestohlen bleiben? Oh, ich bin da. Bleib bei mir. Gut. Bisschen Munition. Noch mehr Munition. Oh, wieder Munition. Okay. Gut. Was jetzt? Wir haben einmal eine Pistole. Wir haben. Okay. Erstmal Waffencheck. So, sieht schon besser aus. Was haben wir noch? Wir haben eine Schrotflinte. Sehr schön. Gut. Da. Das ist das Ende. Hier muss ich rein. Was mache ich denn hier? Züge gehen, das war dumm. Ach du Scheiße. Zeigt der wieder überwältigend an. So, okay. So, Munition brauchen wir erstmal noch nicht. Gut, dann gehen wir erstmal. Ja, was ist denn da? Wo kommt die denn her? Achso, kommen wir hinten schon raus. Ich habe nur noch 16% Leben, das ist nicht gerade viel. Komm her. Achso, ich bin voll. Gut, da kann ich mich natürlich lange versuchen. Jetzt hatte ich auch Leben. Ach du Kacke, ist gut. Hä?
war jetzt ein bisschen langweilig. Komm. Kommst du? Na komm. Perfekt. Geht doch. Dankeschön. So. Ist so viel ein bisschen verschoben, oder? Ja, das Leuchten geht da. Obwohl der Knopf eigentlich in dem Bereich hier ist. Also irgendwie ist die Lightmap und die Textur ein bisschen verschoben zueinander. Fuck! Ich brauch Leben. Hä? Welches Land geht ihr denn bitte schön? Ich hab doch gespeichert gehabt. Oder nicht? Hatte ich nicht gespeichert gehabt? Hatte ich? Nee, hab ich nicht. Och, leck mich. Scheiße. Fuck. Kack. Arsch. Bitch. Ach, was mache ich hier eigentlich gerade? Bullshit. Bullshit. Ich brauche Leben. Ach, noch brauche ich kein Leben zum Glück. Bullshit. Nein, da. Na komm. Heute ist es ein bisschen mehr Schrotflinte. So, hier speichere ich mal ganz kurz. Ich weiß nämlich nicht, ob er die... Okay, sehr schön. Also man muss diese Dinger immer berühren, damit die das... oder manchmal muss man die Dinger immer berühren. Hä? Manchmal muss man immer? Macht keinen Sinn. Manchmal muss man diese Dinger berühren, damit dieses Secret als angenommen gilt oder als gefunden gilt. Und ich kenne... Ich weiß nicht mehr, bei welcher Mod... da hat man das Problem, dass wenn man das Ding nicht braucht, man es trotzdem aufnimmt in dem Moment, wo man es passiert. Und das ist natürlich eine Verschwendung over 9000. So, gehen wir weiter. Weil ich gerade schon ein bisschen geflasht bin, weil ich könnte schwören, ich habe gespeichert. Das war schon.
Ja, komm. Danke. Ja. Haha. So, das haben wir schon mal. Na komm, trink. Hä, wie verkehrt nicht? Ach. Geht doch. So, 91, 92, 93. 94, 95, 96, 97, 98, 99. Dankeschön! Mehr geht glaube ich nicht. Genau, mehr geht nicht. Reicht ja auch vollkommen aus. So. Wobei wir hätten hier ein Leben gehabt, aber egal. Kann ich hier noch jemand herkommen? Dankeschön. Ja, komm her. Geht doch. So, muss ich noch diesen Bastard hier irgendwie runterholen? Was? Ich will nicht raus. Aber ich glaube, das hat sich nicht so raus. Wow. Ja, nach Doom for Doom muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen, dass ich die Waffen wieder nachladen muss. Das ist schon... Kommt die jetzt oder kommt die jetzt nicht? Ach, leck mich. Mach doch, was du willst. Arschloch. Oh. Haha. Bitch, please. Wow. Von wo? Von wo denn? Aha. Dankeschön. Was? Ah. Dankeschön. Ja. Wie kommt die denn da raus? Ich dachte, das hätte ich schon mal gesagt. Ja. Halt, ich stirb halt. Der Soundklang hat ein bisschen wie bei Cyberstep. Weil er bei Cyberstep. Alles noch zu. So, langsam muss ich mal. Oh! Sehr schön. Eine schicke Uzi. Also ich glaube zumindest nicht, dass es eine Uzi darstellen soll. Ja, komm. Oh, dann räumen wir mal da draußen ein bisschen auf. Dankeschön.
Wow. Alter. Ich muss echt mich unbedingt wieder dran gewöhnen, nachzuladen. Ich glaube, Doom for Doom hatte einen schlechten Einfluss auf mich. Aber das hatte ich auch gemerkt, als ich das erste Mal Doom for Doom gespielt habe, dass da einfach alles anders war. Und naja, jetzt ist natürlich wieder bei Doodle Doom alles anders. Ganz logisch. Macht Sinn. Dann gehen wir mal zum Gitter, zum offenen Gitter, also zum Gitter, was nicht offen ist. Whatever. So, haben wir. Da ist aber einer ganz flink. Da tappt er so rum hier. Da ziehen die hier einfach alle lang, ich glaub's nicht. Was machst du denn da? Ich dachte, der Raum ist geschlossene Gesellschaft. Wobei, wenn die Leute rein können. Ist es ja eigentlich auch naheliegend, dass sie auch immer raus können. So, ich muss hier mal ganz kurz hier hin und mal gucken. Danke. Hä? Wir sind wieder runtergegangen. Was ist das für ein Dreck? Alter, was ist das? Kann man sie nicht ver... Ne, kann man nicht runterrufen. Oder können die Tiere auch diese Schalter hier aktivieren? Das wäre mal richtig hässlich. Das ist scheiße. Also. Das muss ich noch hier. Komm, weg, weg. Ich hau dir gleich mal eine in deine verfluchte Arschkack-Mist-Bitch. Hab ich gerade eine Granate aufgenommen? Das wäre nice. Nicht ins Wort da. Keine Ahnung. Es sieht so aus. So, hier waren noch welche drin. Wie ich schon sagte, hier waren welche drin. Okay. Ist keiner zu Hause. So. Dann hole ich mir mal die Secrets. Ach Quatsch, was mach ich denn da? Was ist doch das für mich? So. Danke.
Moment mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz was gucken. Spielt überhaupt auf den richtigen Schwierigkeitsgrad? Ja, doch, spiel ich. Okay. Alles gut. So. Der Berg hat das Problem, ich komme hier mit einem Sprung nicht mehr rauf. Ich muss auch sonst eine Treppe, um raufzukommen. Oh, das ging ja eigentlich. Wow. Ich dachte, ich würde jetzt hier wesentlich mehr verlieren. Mhm. Gut. Haben wir. So, Waffencheck. Waffen sind alle in Ordnung. Hä? Ah. Sehr schön. Gut, damit hat man schon mal zwei Secrets abgeschlossen. Von oh, wir haben alle. Nice. Das gefällt mir. So, dann gehen wir mal runter und hier waren wir schon. Was wir jetzt brauchen ist das da. Das da. Ach, jetzt verstehe ich das. Das war ein Feature von Brutaloom. Deswegen hat das bei dem Volumen nicht funktioniert. Ich hatte, das muss man irgendwie erstmal aktivieren, dass man hier durchkommt. So, und jetzt bitte mich. Jawoll. Das macht doch Sinn. Haha. Wo geht das? Bitch. Ist hier noch mehr? Nein. Aber ich hatte das bei einem Ausschnitt gesehen gehabt, bei einem Let's Play. Und ja, wie gesagt, ich habe dann das gleiche auch nochmal, nachdem ich die Episode aufgenommen hatte, nochmal bei dem Versuch probiert gehabt, aber da hat nicht funktioniert. Ich habe mich wirklich ein Feature von Brutaloom, dass das auch eine Abhängigkeit ist, dass das nur bei Brutaloom funktioniert. So, hier kommt jetzt die Kacke des Jahrhunderts. Na komm. Stopp. Stopp. Wieder wie sich ans Bauch fasst, Alter. Boah. Das sieht so satisfying aus. Satisfying. Ja. Nichts für schwache Nerven. Oh, das war krass. Das war krass. Ach, die Seite. Ich habe fast 600 Schuss, das geht. Versuchen wir ganz kurz alle Ziele zu locken, also hier hin. Na komm, geh weg.
sich drauf konzentrieren, ey. Vor allem, das Problem ist, die haben jetzt auch alle scharfe Munition, sind also Hitrunner. Das heißt also, sobald sie schießen, treffen sie mich quasi auch. Ich kann also nicht einfach ausweichen. Sondern ich muss praktisch noch während sie schießen ausweichen. Oh, da sind doch noch ein paar. Uah! Gott! Mehr Glück als Verstand dieser Runde. Nein, nein! Scheiße! Ist da noch einer? Ja, da ist noch einer. Der überlebt hat. Na komm. Stirb für dein Vaterland. Ja, jetzt habe ich hier von zwei. Geil! Aber die Waffen, die schießen gut. Tada! Die haben gut Powerkraft, also schießen schön schnell. Also, ne, wie halt eine Uzi. Das ist schon nicht ohne. Wow, also Ammunition ist ja jetzt schon fast wieder voll. Das geht jetzt sogar. Das freut mir aber. Dankeschön. So, hab ich noch irgendwas übersehen, vergessen, überspielt? Nö, ne? Ach doch, ich kann noch die Rüstung einsammeln. Dann hab ich noch voll Rüstung. Achso, übrigens muss ich jetzt nicht mehr hier reingehen, um die ganzen Tickets und so zu sehen, sondern wir haben ja jetzt hier auch hier oben. Oben links. Wir haben noch 5 Monster übrig. Egal. Das ist mir sowas von egal. Wenn ihr wüsstet, wie egal mir das ist. Aber die Munition nehme ich noch. Kleiner Messi. Okay, hier war die nicht. Hä? Wo war jetzt die Box mit den... Da habe ich doch außerdem mit aufgenommen, oder was? Ach so, Bullshit. Das ist jetzt Bullshit. Ist ja richtig behindert. Was für ein Kack-Arsch-Scheißdreck ist das? Ich sorry Leute, aber ich muss jetzt die gesamte Welt hier nochmal spielen. Das geht doch nicht. Jetzt aber ernsthaft. Das ist schon scheiße. Ich habe mir extra aufgehoben, damit ich am Ende nochmal schön Munitionsschub habe. Und jetzt habe ich die wahrscheinlich schon mit dem Mangel aufgehoben, wo ich die gar nicht brauchte. Was eine schöne Verschwendung. Na gut, dann ist es halt so. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Wenigstens nur noch unsere Schrotflinte ist voll. Gut, das hier war's, ne? Ja. Perfekt. Das war's dann mit der zweiten Map. Und wir kommen in der dritten Map. Oder so ähnlich. Und ja, im Hintergrund rendere ich gerade die anderen Videos. Sie sind also noch nicht online. Gut, von daher, ciao mit V.